Guten Tag, heute zeige ich dir eine neue Homebrew für Nintendo 3DS. Und zwar nennt sich das Spiel, wo ich euch heute präsentiere, Retro League GX. Und warum habe ich mir das Spiel ausgesucht? Ganz einfach, jemand hat sich überlegt, Rocket League auf dem 3DS zu portieren. Ist nicht original Rocket League, weil es ein Homebrew ist, aber ein Anfang ist schon mal. Und ich wollte es euch mal demonstrieren, starten wir einfach mal. Der Donor dazu findest du natürlich in der Videobeschreibung und ist als Gear und auch als .3DSX-Datei erhältlich. Und ja, wenn wir das Spiel starten, sieht das Ganze so aus. Und wir können unten ein Spiel erstellen, ein Spiel beitreten, ist aber noch nicht verfügbar. Und die Einstellungen sind ebenfalls noch nicht verfügbar. Und hier unten sind halt dann die Credits. Und in der Version 0.1 ist das Ganze öffentlich verfügbar. Und ich gehe auf mal Team erstellen oder Spiel erstellen. Hier könnt ihr zuerst die Spieleranzahl wählen, also wie groß das Team sein soll. Geht von 1 bis 3. Und hier könnt ihr die Arena auswählen. Zur Auswahl stehen Lagoon und Pitch Black. Und es wird anscheinend auch ein Online-Modus verfügbar sein. Allerdings noch nicht jetzt. Und wenn ihr das Ganze eingestellt habt, könnt ihr hier Starten auswählen. Wir sind jetzt schon im Spiel. Und wird dann der Countdown angezeigt. Und bei Rocket League handelt es sich ja um ein Autoballspiel. Man kann es jetzt hier auch schon antreten. Ton gibt es ja noch nicht. Oder doch, gibt schon Ton, aber sehr leise. Und mit R gebt ihr Gas, mit L fahrt ihr rückwärts, wie beim Auto, also R Gas ist und R ist Bremsen. Nein, R ist Gas und L ist Bremsen. Und wir haben schon ein Tor. Ja, ich werde nachher ein neues Spiel starten. Na, ein neues Spiel starten ist ja nur wegen der Steuerung. Also mit R gibt der Gas, mit L bremst ihr. Mit dem Schiebepad könnt ihr euch lenken. Könnt ihr lenken. Links, rechts, ist natürlich klar. Und mit B aktiviert ihr hier den Turbo. Müsst natürlich vorher noch die Turbo-Dinge einsammeln. Wie bei Rocket League gibt es hier am Rand, am Spielfeldrand, diese Turbo-Pillen, die euch hier unten 100 Punkte geben. Und die normalen kosten euch, geben euch, glaube ich, 12 Turbo-Punkte. Na, schon wieder ein Tor passiert, 1-1. Und wenn ihr A drückt, könnt ihr hier springen. Wenn ihr beim Fahrt zweimal A drückt, könnt ihr euch hier, glaube ich, das ist so blöd. Ich habe nämlich beim normalen Rocket League A und B als Gas und Bremse ausgewählt. Jetzt ist sie wieder umgestellt. Also zweimal A könnt ihr euch hier nach vorne bewegen. Also ein Vorwärtssalto machen, wie beim richtigen Rocket League auch. Und euch dann hier einen kleinen Turboschub verpassen. Und sonst ist dann, glaube ich, nichts möglich. Also an die Wand hochfahren geht auch. Ich habe gedacht, es wäre noch nicht möglich in der Version, aber es ist anscheinend doch möglich. So, gucken wir mal, dass wir vielleicht ein Tor hinkriegen. Ah, komm, ich starte das Spiel nochmal neu. Ich habe ja erstmal noch die Steuerung erklärt. Nochmal ein neues Spiel starten. Ich möchte nämlich ein Spiel, wo ich richtig aktiv spiele. Das erste war nur die Steuerung. So, nochmal neu starten. Und dann werden wir versuchen, hier ein Spiel zu gewinnen. War ein Spiel. Und wo ist der Ball? Ah, da. Ballkamera gibt es auch noch keine. Das geben wir eben auch noch nicht. So, jetzt erstmal hier vordreschern. Und vielleicht kriegen wir sogar noch ein Tor hin. Vielleicht kriegen wir in dem Spiel sogar noch ein Tor hin. Ah, rückwärts, rückwärts. Rückwärts fahren. Ah, wo ist der Ball hin? Ja, eine Ballkamera fehlte. Also wenn da noch eine verfügbar wäre, wäre super. Dass man hier eine Ballkamera noch drin hat. Ah, nein, der Ball darf nicht ins Tor. Gut. Und Tonbugs gibt es auch noch. Also wenn man zum Beispiel zusammenstößt, gibt es da so ein kleines Klacken. Das müssen wir auch noch fixen. Ja, komm, mach eine Reingabe. Mach eine Reingabe. Schade. Weggesprungen. Immer nach hinten und den Ball abwehren. Weg damit. Ja, oh, eine Reingabe. Die muss man verhindern. Ah, gut. Verhindert. So, wenn es unentschieden ausgeht, gibt es ja auch eine Verlängerung, bis einer ein Tor macht. Also nach der regulären Spielzeit. Dann gibt es hier eine Verlängerung, bis der nächste, bis das nächste Tor passiert. Ah, schade, nicht gekriegt.
So, komm nach hinten. Na, warten, der Ball kommt runter. Ja, ist schön nach vorne. Dann eine Reingabe machen, wenn es klappt. Ja, komm. Ja, der verpasst, jetzt kommt. Ah, schade, hat nicht geklappt. Ja. Ja, mit der Wand hochfahren ist auch noch problematisch hier. Da musst du, glaube ich, genug Geschwindigkeit haben. So, jetzt ein Tor machen, komm, das kriegen wir wohl noch hin hier. Und hier gibt es keine 5 Minuten, sondern 300 Sekunden. Also es werden noch nicht in Minuten angeben, sondern 9 Sekunden. So, komm, Reingabe und dann rein damit. Rein damit, der Ball. Na, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So, wieder nach hinten, damit wir hier... Ja, wo ist der Ball? Das ist so blöd, wenn man keine Ballkamera hat. Dann muss man ständig nach dem Ball suchen und hier erstmal abwehren. Gut. Und das ist leider ein Gegentor, schade. Und wie beim normalen Rocket League hat man doch nach dem Tor die Wiederholung. Das ist in dem Spiel nicht der Fall. Also hier gibt es keine Wiederholung, wenn ein Tor passiert. Da geht es direkt weiter. Aber vielleicht wird es dann im nächsten Update auch noch hinzu. Ah, ich vergesse immer L, dass R Gas ist und A Spring, weil ich habe es ja im normalen Rocket League so eingestellt. So Eingaben machen, genau. Ja, das ist leider zu schnell, da muss einer von meinem Team herkommen und das Tor machen. Ja, drin ist er, super. Hat funktioniert hier. 1-1. Ah, ja, zurück. Gut. Agda, die machen jetzt ein Anspieltor, aber das ist doch nicht der Fall. Ah, nein, Leute, ihr müsst es doch verhindern. Ja, Eingabe verhindern. Ah, schade, ist noch reingegangen. Ist doch noch reingegangen, jetzt liegen wir hinten. So, los geht's. Ah, schade, ich weiß auch nicht, wie du die Ballkamera aktivierst. Ich glaube, das ist noch nicht verfügbar, aber... Da ist er. Ah nein, ist nur ein Turbo-Dings. Das war der Ball. Das ist so blöd, wenn man hier keine Ballkamera hat. Ja, komm, geh rein, Ball. Geh rein, ja, komm. Ja, drin ist er, super, jetzt haben wir ein Tor gemacht. Ausgleich, 76 Sekunden haben wir noch. So, zurück. Jetzt haben wir doch noch ein Tor geschafft. Ah, wo ist der Ball, Alter? Ah, zurück, zurück. Ah, schade, ein Tor passiert. Liegen wir wieder hinten. Eine Minute haben wir jetzt gleich nur noch. Ah, wie ihr seht, angepasst an Rocket League. Also hat man quasi Rocket League für ein 3DS. Ja, komm, Ausgleich, wir liegen hinten. Ah, schade, das hätte ein Ding werden können. Der hätte reingehen können, dann hätten wir Ausgleich gemacht. Schade, verlieren wir jetzt in dem Spiel hier. Das wäre jetzt so schade, wenn wir das jetzt hier nehmen. Ah, nein. Ja, das ist ein Bug hier mit der Wand hochfahren. Auch wenn du Gas gibst, kannst du manchmal nicht die Wand hochfahren. Was im normalen Rocket League nicht der Fall ist. Ah, gleich noch 15 Sekunden, vielleicht kriegt... Ah, schade, jetzt blockiert er mich noch. Turbo kriege ich auch nicht. Ja, dann verlieren wir das leider. Schade, schade, aber ein Ding werden können. Ja, gerade die Steuerung muss man anpassen können. Das war so wichtig, dass man die Steuerung hier anpassen kann. Schade, haben wir verloren. Ah, das wäre die Demonstration gewesen. Ah, doch noch ins Tor reingegangen. So, danke mir wie. Ah ne, mit Start können wir wieder ins Menü zurück. Und dann war es auch schon mit dem Spiel. Dann können wir mit dem Home-Knopf wieder rausgehen. Bedanke ich mich wieder bei allen fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.